Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi, und ich habe jetzt die Ehre, so leite ich das ja öfter ein, aber heute ist das was Besonderes. Ich habe jetzt die Ehre, mit einem verhafteten Schwerverbrecher sprechen zu dürfen. Guten Abend, stell dich mal eben vor. Hallo Tobi, ja, ich bin Nico Kern, auch bekannt als Tyler Durden und Landtagsabgeordneter für die Piraten im Landtag NRW. Ich wusste gar nicht, dass du so heiß drauf bist, mit vorbestraften oder festgesetzten Leuten ja, zu sprechen. Es ist ja so, ich habe es gerade schon gesagt, Leuten, die verhaften, aber seltener, oder eigentlich ist das für mich ein Novum, dass ich mit jemandem spreche, der verhaftet worden ist. Aber ja gut, es wird uns heute Abend nicht gelingen, so ganz ernst zu bleiben. Aber wir müssen jetzt mal eben kurz darüber sprechen, was passiert ist. Denn du bist ja gestern am Kölner Bahnhof gewesen. Ja, das ist korrekt. Ich denke mal, die meisten werden es auch über Twitter irgendwie mitbekommen haben. Meine Tweets wurden ja reichlich retweetet, was mich sehr, sehr gefreut hat, aber auch ein bisschen überrascht, also dass das so heftig geworden ist. Aber ja, um das vielleicht dann doch mal kurz zusammenzufassen, war ich gestern auf dem Rückweg von Köln nach Hause. Es war schon etwas später am Abend, irgendwie nach 21 Uhr, weiß nicht, 21 Uhr, 21.30 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, kann sich nicht mehr genau erinnern. Und mir ist im Kölner Bahnhof, im Bahnhofsgebäude, da gibt es so Einkaufspassagen, bin ich langgegangen, da ist mir aufgefallen, dass es dort einen Supermarkt gibt, von der Rewe-Kette, und der nannte sich Rewe to go. Das war relativ neu. Ich hatte es wohl schon mal in Köln gesehen und es fiel mir jetzt wieder ein, dass es da diesen Laden gibt. Und ich hatte da spontan Lust, mich ein bisschen drüber zu mokieren oder ein bisschen abzulästern, weil ich den Namen. Du wolltest einen Karlauer machen. Ein Karlauer, ja. Also ich finde diesen Namen halt ziemlich hirnrissig, weil diese Anlehnung an Coffee to go, ja, passt irgendwie beim Supermarkt nicht, weil bei einem Kaffee kann man nochmal darauf hinweisen, dass der zum Mitnehmen ist, aber dass beim Supermarkt die Waren zum Mitnehmen sind, ist irgendwie so Hauptbestandteil dieses Geschäftsmodells. Und von daher, naja, wollte ich einfach ein Foto davon machen. Also Rewe to go, damit assoziiere ich zuerst mal reinkommen, Überfall, mitnehmen. Aber okay, heftige Einladung. Ja, ich sehe schon, du fährst heute diese kriminellen Schiene. Aber ja, du hast damit angefangen. Ich? Okay. Ja, weiter im Text. Also das war einfach so der Anlass der ganzen Aktion. Und ich war da wirklich jetzt ganz, was soll ich sagen, unbescholten? Nee, ja auch, aber auch so ganz ja, ohne Vorahnung, ganz ahnungslos habe ich mir einfach vor den Laden gestellt, vor diesen Laden halt innerhalb des Bahnhofs, aber vor dem Rewe-Laden an sich. Und ich hatte das gerade, ich weiß nicht, 2 Sekunden vor sozusagen auf Augenhöhe mein Handy, da kam dann schon von drinnen Rufe von der Mitarbeiterin, war das, glaube ich, die sagte, ja, hier, Sie dürfen nicht fotografieren. Ja. Hat mich dann aber ehrlich gesagt nicht besonders beeindruckt. Alter Rebell. Ich habe einfach da weitergemacht und dann kam da auch jemand raus und sagte, ja, hier können Sie nicht und geht nicht. Ich sagte, ja, wieso? Ja, nee, Hausrecht und Persönlichkeitsrechte. Kam dann auch relativ schnell ein Security-Mann dazu, der von denen gerufen wurde. Ich muss da direkt beim Einhaken. Hausrecht außerhalb der Räumlichkeiten. Ja, aber innerhalb des Bahnhofs halt, ne? Und so von der Idee her passt das mit dem Hausrecht auch innerhalb des Bahnhofs, weil die mieten ja nur diesen Teil an der Rewe-Räumlichkeiten. Ja, aber ich weiß auch nicht, wer Es war für mich nicht klar ersichtlich, für wen jetzt dieser Privat-Security-Mensch eigentlich spricht. Das ist ja auch das Tolle, wenn man mit irgendwelchen Ordnungskräften zu tun hat, die privat unterwegs sind. Man weiß nie genau, für wen die jetzt arbeiten, ja, weil da kann ja jeder
Also du kannst das auch dann schlecht zuordnen, wer jetzt gerade dann da für wen das Hausrecht ausübt. Wenn du es mit Polizei zu tun hast, musst du dir diese Fragen der Zuständigkeit und so weiter halt gar nicht zu stellen. So bist du in solchen Situationen immer damit konfrontiert, dass du nicht genau weißt, wer jetzt für wen da gerade Hausrecht oder sonstige Rechte geltend macht. Und das war jetzt einfach die Aussage, mit der ich konfrontiert war. Mhm. Das war für mich halt alles schon ziemlich skurril und strange. Und deswegen, meine Reaktion war ja dann auch dementsprechend, dass ich mich davon nicht sonderlich habe beeindrucken lassen. Die haben mich halt aufgefordert, ja, hier entfernen Sie, löschen Sie die Fotos, da sind Persönlichkeitsrechte verletzt, das wurde dann auch noch gesagt, also diese drei Argumentationsstränge wechselten sich dann auch immer so ein bisschen ab, je nach Situation. Das war für mich dann auch ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil das so ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln war. Und ich kriege das jetzt auch im Nachhinein nicht mehr genau hin, wer was zu welchem Zeitpunkt mir da entgegnet hat, weil ich hatte da, wie gesagt, mit einer Mitarbeiterin zu tun, mit dem Security-Menschen. Und später kam dann auch noch die Polizei dazu, die Bundespolizei, also da die Bahnhofspolizei vor Ort, weil ich, wie gesagt, nicht auf die Forderung eingegangen bin, die mir seitens des Security-Menschen da an den Kopf geworfen wurden. Und dann hat man dann gesagt, so, wenn Sie jetzt hier nicht mitmachen und das nicht einsehen, dann holen wir die Polizei. Und dann sagt, ja, dann habe ich gesagt, machen Sie das doch, weil ich dachte, wenn dann sozusagen die Profis kommen, die klären die Situation dann auf und dann wäre alles gut. War aber nicht, es wurde dann eigentlich dann nur noch schlimmer. Mir hatte bis dahin halt keiner, auch der Security-Mensch, nicht wirklich eine Rechtsgrundlage sagen können, was jetzt genau Sache ist. Und die Sache war dann eher so, ja, also machen Sie jetzt so, weil ich sage das so und das ist so. Und das hat mich jetzt nicht so sonderlich überzeugt. Und Nico, du musst einfach mal lernen, dich ein bisschen mehr unterzuordnen und die Faust in der Tasche zu ballen. So geht das nicht. Genau, so war wohl die normale Herangehensweise und die waren dann etwas verwundert, dass da jemand war, der auf diese auf dieses normale Prozedere irgendwie anders reagierte als gedacht. Und dann kam halt die Polizei dazu, das heißt eine Zwei-Mann-Trupp von der Bundespolizei. Die wurden also herbeitelefoniert. Die Darstellung, es gibt auch eine Darstellung, dass die zufällig vorbeigekommen seien seitens von Rewe mittlerweile. Das ist also definitiv Quatsch. Die wurden also herbeizitiert. Also die beiden Bundespolizisten kamen vorbei und dann? Wurde ich also, haben die Situation also so geschildert und ich hatte jetzt gedacht, dass die jetzt so mir zur Seite springen und sagen, ja, nee, ist ja jetzt hier ne, ein bisschen übertrieben, was hier geht, sondern die fingen dann an mitzudiskutieren. Ja, ich müsste das... Ich muss auch mal wieder stören zwischendurch. Für mich als Laienjurist, der überhaupt gar kein fundiertes Wissen hat, ist das aber, wenn es irgendwelche Fragen gibt dazu, Fotos, Urheberrecht oder sonst irgendwas, das ist ja alles eher eine zivilrechtliche Sache, wo normalerweise ein Streifenpolizist sagen würde, hey, das ist gar nicht unsere Baustelle, oder schätze ich das falsch ein? Ja, nee, genau, das ist der Punkt. Den kriegt man ja sonst immer zu hören, wenn es, weiß ich, um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht oder sonst was. Da ist die Polizei immer sofort dabei zu sagen, nicht zuständig, dafür sind Zivilgerichte da, nehmen sich einen Anwalt oder sonst was. Die wollen ja eigentlich immer die Arbeit weghaben. Kann man ja auch verstehen, ist ja auch richtig. Und hier war es eben genau nicht so. Die haben sich da weiter schön einspannen lassen von Rewe oder von der Deutschen Bahn, von wem auch immer, welche Interessen sie da meinten, verfolgen zu müssen. Es war aber irgendwie für mich nicht ersichtlich, was denn jetzt eigentlich der Anlass war, dass sie dort strafrechtlich sozusagen gegen mich tätig werden wollten, weil das ist ja ihre Aufgabe. Es ist ja nicht die Aufgabe, irgendwelche zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die könnten ja rein theoretisch existieren. Ja, das kann man ja, wenn man als Polizist in so eine Szene reinkommt, ja nicht eruieren und nicht genau bewerten, wer jetzt da recht hat. Das muss dann halt ein Gericht, ein ordentliches Gericht im Zweifel entscheiden und da mischt man sich als Polizist normalerweise eben genau nicht ein. Und ich hatte das auch angeboten, immer, ich hatte gesagt, hier meine Personalien und so weiter wollte ich angeben.
und hätte ja dann auch sagen können, so machen Sie Ihre Ansprüche, Schadensersatzansprüche, wenn ich da irgendwelche Urheberrechte oder Markenrechte verletzt haben sollte, was ich für Quatsch hielt. Aber gut, bleibt jedem unbenommen, auf seine Rechte zu bestehen. Und natürlich, das wurde aber komplett übergangen, sondern nö, die bestanden also darauf, auf von polizeilicher Seite, dass ich die Bilder lösche. So, und jetzt muss ich sagen, es gab drei Fotos gemacht. Am Anfang zwei, wo das Logo in der Hauptsache zu sehen war, das über dem Eingang angebracht war. Und darunter war aber auch noch ein Ausschnitt vom Laden zu sehen. Und da waren dann auch Mitarbeiter und Kunden abgebildet, aber nur als Beiwerk im Vordergrund, als Hauptblickfang war also das Logo. Und ich behaupte mal, man hätte die Gesichter bei normaler Auflösung nicht erkennen können, es sei denn, man zoomt das groß. Aber wie gesagt, das wäre nur Beiwerk. Ich habe dann im weiteren Verlauf der Diskussion, als man mir sagte, ja, es ging hier angeblich um Persönlichkeitsrechte, habe ich dann noch ein drittes Foto gemacht, was ausschließlich das Logo beinhaltete und wo überhaupt gar kein Gesicht oder irgendeine Person drauf zu erkennen war. Dieses dritte Foto habe ich dann später auch getwittert. So, und um die Situation zu deeskalieren, bin ich auf die Forderungen eingegangen, um die zu beruhigen, die Mitarbeiter und auch die Polizei- und Security-Menschen, und habe gesagt, okay, ich lösche die beiden ersten Fotos. Habe ich unter Zeugen gemacht, das hat der eine Bundespolizist hat das mitbeobachtet, dass ich das gemacht habe. Und ich hatte dann gedacht, okay, das Argument war halt Persönlichkeitsrechte. Die beiden Fotos sind gelöscht. Damit müsste die Sache jetzt erledigt sein. Ja, nein. Ich muss dich mal eben kurz stören, bevor wir da jetzt weitermachen. Die Urheberrechte an dem Foto, die hast du ja, weil du das Foto geschossen hast. Und das Foto ist in den Printmedien auch genauso aufgetaucht. Das bedeutet, das Krähennest hat dann nicht mit einer Abmahnung zu rechnen, wenn wir dieses Foto ins Krähennest in die Shownotes setzen, oder? Nee, natürlich, das habe ich ja auch gesagt, was heißt hier Urheberrecht? Ich habe das Foto ja selber gemacht. Worum es halt ging, wäre das Recht am eigenen Bild nach Kunsturheberrechtsgesetz. Aber das wird ja im Sprachgebrauch auch gerne ein bisschen vermischt und nicht ganz so trennscharf gehandhabt. Auf so eine spitzfindige Diskussion wollte ich mich da jetzt gar nicht einlassen. Die beiden Polizisten, die hatten jetzt ja mitbekommen, es ist gelöscht, Persönlichkeitsrechte, wofür sich eigentlich auch ein Polizist, würde ich jetzt auch sagen, gar nicht mal einsetzen muss, haben sie aber getan, du bist dem nachgekommen, du warst ein braver Bürger und hast gesagt, gut, ich lösche das, wir wollen ja keine Persönlichkeitsrechte verletzen, wir sind ja auch Piraten, sowas tun wir ja gar nicht, also hast du die gelöscht? Das habe ich zum dem Zeitpunkt war das ja nicht bekannt, also ich habe weder mich als Parteimitglied der Piraten zu erkennen gegeben, war auch nicht zu erkennen und habe mich auch nicht als Landtagsabgeordneter zu erkennen gegeben, sondern als ganz normaler Bürger. Und da ja schon gesagt, klar, okay, aber weil du ja Pirat bist, löscht du das ja. Ich komm also der Forderung nach und wollte das deeskalieren, weil es war halt, wie gesagt, schon spät. Ich wollte einen Zug erwischen. Ich wohne ja etwas ländlich und da sind die späteren Verbindungen, also da kann man nicht mehr allzu spät dann auch die entsprechenden Verbindungen benutzen, sondern da fährt irgendwann auch der letzte Zug. Und da habe ich gesagt, okay, komm, der geht ja wirklich nur ums Logo und das sollte ja kein Problem sein und dann mache ich die zwei halt weg und alles ist gut. Nö, nichts war gut. Die haben also weiter Stress gemacht und gesagt, nö, ich dürfte auch nicht das Foto mit dem Logo behalten, weil man dürfe halt ohne Einwilligung des Inhabers das Logo nicht fotografieren. Das wäre halt, weiß ich, da waren sich uneinig, Markenrecht oder auch Urheberrecht, das wurde da wild durcheinander geworfen, alles. Ich meine, das ist auch eine Spezialmaterie, mit der man ja als Normalbürger nun nicht tagtäglich zu tun hat. Aber der Fakt war, dass es sehr schwer war, die davon zu überzeugen. Was heißt, es war mir unmöglich, die davon zu überzeugen, dass ich das durfte. Und mir wurde dann gnädigerweise angeboten, wenn ich wirklich Interesse an dem Logo hätte, könnte ich es ja problemlos aus dem Internet runterladen. Das habe ich dann aber, damit habe ich mich nicht abspeisen lassen, sondern habe einfach darauf bestanden, dass ich dieses Foto behalte. So, und das war dann der Anlass, wo dann der Punkt
bei der Diskussion, wo die Bundespolizei dann gesagt hat, na gut, wenn sie es nicht anders wollen, dann nehmen wir sie jetzt mit. Aha. So. Und das ist für mich ganz klar der Punkt gewesen, wo da ging es dann nicht mehr um nettes Gespräch oder Aufklärung des Sachverhalts, sondern das war für mich eine vorläufige Festnahme. Man hat mich zur Wache gebracht und wollte und hat dann auch meine Personalien festgestellt, was jetzt im Nachhinein allerdings, muss ich jetzt zur Vollständigkeit des Sachverhalts dann hier auch so mitteilen, seitens der Bundespolizei abgestritten wird. Wahrheitswidrig, aber nach ihrer Darstellung gab es keine Festnahme. Dann frage ich mich aber, warum ich dann mit zur Wache musste, weil mein freier Wille war das sicherlich nicht. Naja, und die Personalien, die hast du ja vorher gerne zur Verfügung gestellt. Von daher gab es da ja auch keinen Grund. Jetzt haben wir die ganze Zeit ja darüber geflaxt. Ja, Moment, die hätte ich zur Verfügung. Ich hätte das gemacht. Ich habe auch gesagt, hier, wir können das zivilrechtlich klären. Aber die Personalien wurden dann erst tatsächlich auf der Wache festgestellt. Okay, bevor, ich würde sagen, führ es jetzt einfach mal zu Ende, bevor wir dann zu dem ernsthaften Teil gehen, denn so sehr wir hier flachsen oder ich hier flachse, ganz witzig ist das ja eigentlich alles nicht. Aber erzähl doch mal zu Ende, wie ist es denn dann ausgegangen? Ausgegangen ist das dann so, dass mir auf dem Weg zur Wache gesagt wurde, ja, wenn ich jetzt das Bild nicht freiwillig löschen würde, würde man also das Handy beschlagnahmen. Wurde mir also klipp und klar angedroht. Das habe ich dann auch zurückgewiesen und gesagt, das ist ja wohl Quatsch. Im weiteren Verlauf, als der Polizist merkte, dass er da mit dieser Drohung bei mir nicht, dass das bei mir nicht verfängt, dass er da keinen Erfolg hat, hat er dann das insofern abgewandelt, dass er gesagt hat, ja gut, aber dann nehmen wir die Speicherkarte raus. Weiß ja nicht, was das für einen Sinn gehabt hätte, weil die Fotos speichere ich nicht auf der SD-Karte. Aber egal, das war dann die nächste Drohung, die da kam. Und dann ging also man hatte ja Druck aufgebaut. Im Moment habe ich jetzt so den Eindruck, dass man natürlich sein Gesicht nicht verlieren möchte. Ja, es ging halt genau darum, Druck aufzubauen, damit die ihren Willen durchsetzen und dieses Foto gelöscht wird. Weil das Lustige war, der Security-Mensch, der war auch die ganze Zeit dabei, der hat uns begleitet dahin. Ich meine, kann man ja machen, wenn man dann Zeugen braucht oder so, aber warum der dann bei den Gesprächen mit der Polizei auch noch weiter dabei war, weiß ich nicht. Der hat dann auch sogar teilweise in die Diskussion eingegriffen, wo ich mich frage, was soll das denn jetzt hier? Ja? Also für mich, das hat mich auch irritiert und auch verärgert, dass es sich für mich jetzt als Bürger so darstellte und darstellen musste, dass hier die Polizei ganz klar die Geschäftsinteressen von einem Konzern, ja, von einem Unternehmen offensichtlich vertrat und sich ehrlich gesagt sehr wenig darum gekümmert hat, was jetzt sozusagen mit den Rechten eines einzelnen normalen Bürgers ist. In deren Augen war ich ja jetzt ein normaler Bürger, konnten ja nicht damit rechnen, dass ich im Sonderstatus ausgestattet bin. Und ja, die Situation wollte ich einfach mal ein bisschen weiter. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, Nico. Man merkt, wie du Profi geworden bist. Andere kann ich leichter unterbrechen als dich. Aber ich mache das jetzt trotzdem, denn zwei Dinge sind ja wichtig. Du bist ja in einem Sonderstatus, über den wir gleich sprechen, der mir aber hier nicht wichtig ist. Du bist aber auch Jurist. Und als Jurist kannst du Dinge natürlich allein schon mal anders beurteilen, als ich sie als Normalbürger kann. Und du hast sie natürlich sofort erkannt und hast gesehen, in einem solchen Gespräch hat ein Security-Mann, der privat bezahlt ist, überhaupt nichts zu suchen. Und das Zweite, wenn er denn dabei ist, kommt natürlich der Eindruck auf, dass es darum geht, die Rechte eines Unternehmens zu schützen und nicht die Arbeit zu erledigen, die Bundespolizei eigentlich erledigen sollte. Habe ich das so richtig erfasst? Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Und ich habe dann halt versucht, dann nochmal irgendwie die Rechtslage mit denen zu erörtern, aber außer so Plattitüden kam eben nichts. Und das machte die Sache eben schwierig und die Zeit lief halt auch mir ein bisschen davon, sodass ich mir auch ein bisschen Sorgen um meinen weiteren Rückweg dann machte, weil ich jetzt auch nicht im Kopf wusste, wann mein Verbindungszug da kam. Einen Zug, den ich noch weiter erreichen musste. Ja, und dann habe ich dann irgendwann, als ich merkte, okay, ich komme ja argumentativ nicht weiter, das macht hier alles keinen Sinn, habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir. Hier ist mein Landtagsausweis. Möchte ich sozusagen gehen. Und dann drehte sich auf einmal das Blatt
Und auf einmal war das dann kein großes Problem mehr. Und dann hatte ich auch noch das Vergnügen, ich hatte nach der Dienstgruppenleiterin dann gefragt, die kam dann auch noch. Und die hat sich dann versucht, so ein bisschen da rauszuwinden, weil ich gesagt habe, was soll das hier? Sie hält mich hier rechtswidrig fest. Und dann hieß es, ja, aber es ging um die Persönlichkeitsrechte, also einen komplett anderen Sachverhalt. Und dass es mir natürlich gestattet sei, Privataufnahmen zu machen. Ja, da hätten sie aber auch vorher drauf kommen können, ja, weil dass ich hier nicht mit gewerblichen Interessen unterwegs bin, ist ja wohl klar, wenn ich hier mit einer popligen Handykamera Fotos mache, dann wird das sicherlich nicht für irgendeinen Hochglanz irgendwas sein und ich werde da bestimmt nicht Markenrechte mit verletzen, weil ich hier irgendwie im Geschäftsverkehr irgendwas vorhabe. Ja, und selbst wenn wäre es zu beweisen. Bitte? Entschuldigung. Und selbst wenn, dann wäre das ja erstmal zu beweisen. Ja. Also, so. Und das war aber sozusagen dann Ihre Antwort, irgendwie ein Wort des Bedauerns oder irgendwie ein Eingeständnis, dass das jetzt hier Murks war, habe ich nicht vernommen und war mir dann aber auch in dem Moment egal, ich bin dann da einfach raus und ja, der Rest war dann auf Twitter nachzulesen. Ja, wir haben es ja gestern nachzulesen, genau. Wir haben es ja gestern live verfolgt, war natürlich köstlich amüsiert. Was aber eben nicht so witzig ist, du hast es ja auch schon gesagt, es war ja in den Printmedien auch zu lesen, der MDL-Ausweis, der hat das Blatt gewendet. Nicht die Tatsache, dass du Jurist bist oder irgendwas, sondern der Ausweis, du hast den Sonderstatus, das heißt also, wenn man strafrechtlich gegen ein Mitglied des Landtags oder Bundestags vorgehen möchte, muss man das über einen Ausschuss machen. Und das heißt, ich kann also gar nicht so ohne weiteres gegen dich strafrechtlich vorgehen, was den Sachverhalt dann komplizierter macht. Wenn ich aber als Normalbürger in die Situation geraten wäre, dann wäre das sehr, sehr schwierig geworden, diese Lappalie. Und das ist ja das, was unglaublich ungerecht ist und eben nicht mehr witzig. Ja, genau, das ist der Punkt. Und kann einen echt nachdenklich machen, weil, sagen wir mal ehrlich, in der Praxis wäre es dann so gelaufen, dass eben diese Drohkulisse dann doch dazu gereicht hätte, diejenige Person, die da an meiner Stelle ansonsten gestanden hätte, dazu zu veranlassen, eben das Bild zu löschen, weil ansonsten ja, immer weiter da festgehalten zu werden und zu wissen, okay, eigentlich muss ich einen Zug erreichen oder was auch immer, irgendwelche Unannehmlichkeiten oder dass sie tatsächlich auf die Idee kommen, das Handy zu beschlagnahmen, das ist dann erstmal weg, ungeachtet der Tatsache, dass diese Aktion dann genauso rechtswidrig gewesen wäre, wie sie jetzt bei mir war. Aber das, die Malesche, die man hat, die man damit hat, ist ja das Problem. Du bekommst es dann vielleicht irgendwann wieder, ja, aber ja, wer verzichtet denn heute über Wochen oder eventuell Monate auf sein Handy, ja, bis die das dann wieder rausgeben nach einem entsprechenden Prozess? Das ist ja das Problem. Denn ich habe ja irgendwann mal so einen Film gesehen, der hieß Ocean 11, da hatten die das Wort Exit-Strategie und du hattest die ganze Zeit die Exit-Strategie, nämlich du wusstest, du konntest jederzeit diesen Ausweis zücken und die Sache einfach beenden. Aber erstaunlich ist natürlich, dass Beamte, die ausgebildet sind, aber dann doch so massiv gegen übliche Praxis verstoßen. Und so habe ich die Polizei bisher auch in der Regel eigentlich nicht kennengelernt, dass man sich so verhält. Warum war das jetzt ausgerechnet so? Ist das ein Einzelfall? Was glaubst du? Oder ist das üblich? Boah, das kann ich nicht abschätzen. Also wenn die Polizei sich immer rechtmäßig verhalten würde, dann bräuchte, oder die Verwaltung sich immer rechtmäßig verhalten würde, dann bräuchte man ja keine Gerichte. Ja? Also als Anwalt, sage ich mal, bin ich quasi gewohnt, dass sich ja die Staatsgewalt eben nicht immer an die Buchstaben des Gesetzes hält oder auch mal darüber hinaus schießt. Und das war hier in meinen Augen eklatant der Fall, weil da muss man sich doch echt mal fragen, wir haben doch ständig dieses ganze Sicherheitsblabla in den Ohren, dass wir hier ständig bedroht werden und dass es immer darum geht, die ganzen bösen Jungs zu fangen und Polizei ist zu wenig mit Personal ausgestattet, ja. So, und dann frage ich mich, bei der Polizei gilt auch der Opportunitätsgrundsatz, das heißt, die Polizei muss immer gucken, wo brennt es am meisten und dann muss ich da handeln. Da frage ich mich doch, haben die echt nichts Besseres zu tun, als jetzt einen unbescholtenen Bürger, der offensichtlich nichts Gravierendes in dem Moment angestellt hat und wo es allenfalls darum geht, um eine zivilrechtliche Geschichte zu klären, dass sie sich da einspannen lassen und sagen, ach ja, da
holen wir uns jetzt mal so einen ran und drangsalieren den ein bisschen. Das ist eben das, was mich so stutzig macht und ich mich frage, ey, wird da tatsächlich mit dem richtigen Maßstab rangegangen? Ja, Nico, ich würde sagen, ich danke dir für die schöne Zusammenfassung des aufregenden Abends von gestern. Du hast die Twitter-Welt gestern gut unterhalten. Vielen Dank dafür. Schlussendlich, das war mir ein Vergnügen. Schlussendlich haben wir gelernt, dass es nicht immer so zugeht, wie es zugehen sollte, auch bei der Bundespolizei, und hoffen aber, dass das ein Einzelfall war und nicht die Regel. Deswegen danken wir dir, dass du den Skandal aufgedeckt hast, und schöne Grüße an die Rewe-Gruppe. Das Foto ist sehr gut verbreitet worden, hat Werbung gemacht, und vielleicht hat die Piratenpartei NRW jetzt eine Spende dafür verdient. Ja, weiß ich nicht, mir wurde teilweise auch juxhaft unterstellt, dass das irgendwie eine total geniale Social-Media-Kampagne sei, für die ich da der Spannmann sei. Ich kann das hier an der Stelle nochmal betonen, dass das nicht der Fall ist, ja, sondern dass das irgendwie jetzt ein Begleitumstand ist, ja, den ich auch nicht verhindern kann, dass da sozusagen dieses Logo dann auch Verbreitung findet. Aber ich hoffe, die Berichterstattung darüber und die Tweets darüber rücken das dann aber auch wieder ins rechte Licht, sodass es eben nicht als PR-Kampagne wirken kann, sondern ja eher nochmal die Geschäftspolitik von Rewe und auch überhaupt von Geschäften, die in solchen eher öffentlichen Bahnhofsbereichen angesiedelt sind, nochmal hinterfragt. Gut, Nico, ich würde sagen, nächste Woche treffen wir uns in Düsseldorf am Hauptbahnhof und da machst du ein Foto von Lidl oder Aldi und dann geht die Geschichte weiter. Vielen Dank, einen schönen Abend noch. Tschüss, Nico. Danke dir, Tobi. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi, und ich habe jetzt die Ehre, so leite ich das ja öfter ein, aber heute ist das was Besonderes. Ich habe jetzt die Ehre, mit einem verhafteten Schwerverbrecher sprechen zu dürfen. Guten Abend, stell dich mal eben vor. Hallo Tobi, ja, ich bin Nico Kern, auch bekannt als Tyler Durden und Landtagsabgeordneter für die Piraten im Landtag NRW. Ich wusste gar nicht, dass du so heiß drauf bist, mit vorbestraften oder festgesetzten Leuten ja, zu sprechen. Es ist ja so, ich habe es gerade schon gesagt, Leuten, die verhaften, aber seltener, oder eigentlich ist das für mich ein Novum, dass ich mit jemandem spreche, der verhaftet worden ist. Aber ja gut, es wird uns heute Abend nicht gelingen, so ganz ernst zu bleiben. Aber wir müssen jetzt mal eben kurz darüber sprechen, was passiert ist. Denn du bist ja gestern am Kölner Bahnhof gewesen. Ja, das ist korrekt. Ich denke mal, die meisten werden es auch über Twitter irgendwie mitbekommen haben. Meine Tweets wurden ja reichlich retweetet, was mich sehr, sehr gefreut hat, aber auch ein bisschen überrascht, also dass das so heftig geworden ist. Aber ja, um das vielleicht dann doch mal kurz zusammenzufassen, war ich gestern auf dem Rückweg von Köln nach Hause. Es war schon etwas später am Abend, irgendwie nach 21 Uhr, weiß nicht, 21 Uhr, 21.30 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, kann sich nicht mehr genau erinnern. Und mir ist im Kölner Bahnhof, im Bahnhofsgebäude, da gibt es so Einkaufspassagen, bin ich langgegangen, da ist mir aufgefallen, dass es dort einen Supermarkt gibt von der Rewe-Kette, und der nannte sich Rewe to go. Das war relativ neu. Ich hatte es wohl schon mal in Köln gesehen und es fiel mir jetzt wieder ein, dass es da diesen Laden gibt. Und ich hatte da spontan Lust, mich ein bisschen drüber zu mokieren oder ein bisschen abzulästern, weil ich den Namen. Du wolltest einen Karlauer machen. Ein Karlauer, ja. Also ich finde diesen Namen halt ziemlich hirnrissig, weil diese Anlehnung an Coffee to go, ja, passt irgendwie beim Supermarkt nicht, weil bei einem Kaffee kann man nochmal darauf hinweisen, dass der zum Mitnehmen ist, aber dass beim Supermarkt die Waren zum Mitnehmen sind, ist irgendwie so Hauptbestandteil dieses Geschäftsmodells. Und von daher, naja, wollte ich einfach ein Foto davon machen. Also Rewe to go, damit assoziiere ich zuerst mal
reinkommen, Überfall, mitnehmen. Aber okay, heftige Einladung. Ja, ich sehe schon, du fährst heute diese kriminellen Schiene. Aber ja, du hast damit angefangen. Ich? Okay. Ja, weiter im Text. Also das war einfach so der Anlass der ganzen Aktion und ich war...